Meine Freunde, ich bin euer Spielkojote. Heute möchte ich euch wieder mal einige Produkte zeigen, einfach so, dass ihr auch ein bisschen den Überblick habt, wie das halt ausschauen kann, wenn man langfristig Reselling betreibt bei Pokémon, Yu-Gi-Oh! Trading Cards insgesamt oder auch ja, das als Investment sieht und langfristig sich da ein Portfolio aufbauen möchte. Und ich werde jetzt querbeet da wirklich durchgehen, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic und Co. Und wirklich nur einen kleinen Teil einfach mal zeigen, was ich so ja, habe. Hier einfach mal Hidden Fates, Tinbox, Raichu. Aber nicht nur die Raichu-Tinbox, natürlich aber auch Glurak-Tinbox und natürlich auch die Gyarados-Tinbox. Und von denen habe ich natürlich mehrere. Und im Patreon habe ich auch schon mal gesagt, kann ich dir glaube ich auch sagen, ich habe jetzt da auch insgesamt 900 Tinboxen nochmal bestellt. Bedeutet, ja, je 300, 300 Gyarados, 300 Glurak, 300 Raichu werde ich da noch dazu bekommen. Aber einfach, dass ihr das auch so ein bisschen vorstellen könnt. Hey, wie schaut das aus mit den Produkten? Hier, auch wenn wir eh schon mal Hidden Fates sind, haben wir noch eine Pin. Von denen habe ich natürlich auch mehr. Also ich zeige euch jetzt einfach jeweils ein Produkt oder so oder zwei, drei maximal. Aber dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ja, wie das dann so ausschauen kann. Natürlich lasse ich alles sealed. Ich finde übrigens diese Pinbox, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr interessant. Schaut euch mal die Preise an. Ich glaube, diese Pinboxen gehen so für 70 € plus minus aktuell über den Tisch mit drei Boostern, der Mew Promo und dem Mew Pin. Also diese Pinboxen sind extrem, extrem im Value gestiegen. Also ich mag mich erinnern, no joke, ich habe die, glaube ich, für 12 Franken das Stück gekauft. Ja, das ist Hidden Fates, ja, wissen wir. Hier vielleicht auch bei den Displays, das ist jetzt XY Evolutions, sehr, sehr schön das Ganze. Ich liebe Pokémon-Displays, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon ausführlich im Patreon, für die, die es interessiert, über XY Evolutions gesprochen, aber von denen habe ich natürlich auch einige. Ja. Nicht nur XY Evolutions, aber auch Roaring Skies gefällt mir extrem gut. Sieht awesome aus, hat gute Karten drin, finde ich, und ist ein Set, das, glaube ich, gut abgehen wird langfristig. Hier, dass ihr das auch mal so vorstellen könnt, also ich habe auch viele, das sind jetzt nur die zwei, die ich zeigen wollte, also ich habe noch alles Mögliche, ja, es ist wirklich, dieses Video ist nur so ein bisschen, um, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie es halt eben ausschauen kann, wenn man halt diversifiziert in diesen Nischen investiert. Ich nehme jetzt hier auch mal noch ein bisschen Yu-Gi-Oh!, vielleicht auch mal gemixt. Haben wir jetzt gleich direkt mal zwei Twilight Edition Light and Dark. Das sind auch sehr, sehr spezielle Editionen. Die gab es sogar, glaube ich, soweit ich weiß, hier in Europa gar nicht oder nur sehr, sehr wenige. Aber auch ja, sehr, sehr speziell. Also das Tactical Evolution Light of Destruction und Phantom Darkness drin. Sehr, sehr schön das Ganze. Hier ein paar Produkte und vielleicht hier auch noch so das Highlight vom Video, rein preislich zumindest, Retro Pack 2, ein Display. Also ich sage jetzt mal nicht den Preis, aber ihr könnt ja mal recherchieren, das ist ein Mint-Display. Ecken alle relativ schön sealed. Das sind jetzt 8 Retro Pack 2 Boxen drin. Von dem her könnt ihr mal so ein bisschen schauen, was das so wert ist. Also es ist einiges wert. Tue ich mal hier zur Sicherheit auf die Seite. Habe hier auch mal noch ein Storm of Ragnarok Display. Das ist jetzt nicht mega besonders, aber Storm of Ragnarok. Und es ist First Edition. Dieses ist leider nicht First Edition, das wäre aber deutlich geiler, wenn es First Edition wäre. Stardust Overdrive auf Englisch auch sehr gut erhalten, meine Freunde. Wichtig so bei, vor allem bei den neueren Displays, also 5, dieses ist ja nicht mehr so neu, aber wichtig ist, dass wir das Konami Seal haben. Also bei den älteren Displays haben wir das teilweise nicht, da ist es okay, aber so bei den neuen brauchen wir eigentlich immer das Konami Seal. Haben wir hier auch nochmal was, können auch schon Highlight-Video sein. Ich habe von denen noch deutlich mehr, ich habe jetzt nochmal drei genommen. Legend of Blue Eyes White Dragon Blister, also diese Blister sind jetzt, lass mich nicht lügen, 17 Jahre alt, 17, 18 Jahre alt. Richtig heftig. Ist leider nicht First Edition, aber ich glaube, die Blister in der Form gab es eh nie First Edition, von dem her ist es okay so. Und das sind die originalen Konami Blister und hier auch noch mit dem alten Konami-Logo. Es haben mich viele Leute gefragt, was hat es mit diesem Konami-Logo auf sich, weil bei den neuen Booster oder bei den neueren Booster, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Champion Pack 4, haben wir dieses Konami-Logo, aber hier haben wir dieses und das hier ist das neuere
Und das ist noch das ganz alte Konami-Logo. Und ja, also es ist nicht gefaked oder so, sondern es ist einfach das alte Konami-Logo. Ich nehme euch jetzt hier einfach mal drei in dem Video. Einfach, dass ihr das mal so ein bisschen seht. Aber ich habe von dem auch deutlich mehr. Kommen wir dann einfach direkt zu den Boostern, oder? Habe ich hier einige auch wieder. Also es ist nicht alles, ja. Also ich habe mir nur ein paar Sachen rausgenommen, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie das halt aussehen kann, wenn man wirklich verschiedene Produkte oder verschiedene Trading Card Sachen, Sealed Produkte vor allem einfach auch beiseite legt, ja. Champions Pack Game 2, Tournament Pack 5, ganz, ganz viel. Ich glaube, das ist alles Tournament Pack 5, das hier auch noch und das hier auch noch. Also alles Mögliche. Aber dass ihr das auch so ein bisschen seht, das ist noch von Upper Deck produziert. Auch sehr cool, hier immer interessant zu lesen. Boah. Disc Pack contains random assortment of 20 Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Booster Cards. Each Pack contains three cards. Okay. Okay. Hier haben wir auch nochmal ein paar Booster. Es gefällt mir auch extrem gut. Flaming Eternity. Leider nicht erste Auflage, aber ist okay. Hier Cyber Dark Impact. Oder auch noch The Lost Millennium. Und das ist ein guter Übergang. Nämlich The Lost Millennium. First Edition. Ich glaube, das ist eine Retail-Box. Wenn ich mich nicht irre. Sieht man hier ganz gut. Ist ganz wichtig. Dieser Code da ist relativ relevant, weil da findet man dann auch raus, ob wir Rare Ultimate Rares haben oder halt Super Rare oder Ultra Rare Ultimate Rares. Und ich glaube, 81 ist, glaube ich, eine Retail-Box. Bin mir aber nicht gerade sicher aktuell. Aber ja, das ist The Lost Millennium First Edition. Richtig nice, relativ gut erhalten. Sehr schönes Ding. Wir sind noch nicht fertig natürlich. Ich muss hier wieder ein bisschen Platz machen. Ein bisschen das Zeug rüber tun. Ich habe hier noch irgendwo Magic Stuff. Noch zwei Sachen. Ich habe hier VIP Double Master, Double Master VIP Edition. Und ich habe jetzt ja angefangen, auch ein bisschen Magic mir zu ziehen, um auch ein neues Trading Card zu probieren. Aktuell macht es mir schon relativ Spaß, mich da auch ein bisschen zu weiterzubilden und bin da erst neu dabei. Und das ist auch ein sehr spezielles Set, weil einfach das Seal ohne das Wizards of the Coast Logo ist, also ein bisschen crazy, was Resealing angeht. Also meine sind nicht resealed, die habe ich natürlich bei offiziellen Händlern gekauft, darum mache ich mir da keine Sorgen. Hier sehen wir zum Beispiel, ist das Wizards of the Coast Logo drauf beim Ikoria Lair of Behemoths Collectors Booster Display. Da sind 12 Booster drin. Schweineteuer das Ding. No joke. Also ich meine, das Ding hier kostet, glaube ich, alleine schon im Einkauf, ja, also im Einkauf, nicht im, also nicht im Retail-Preis schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, das wird aktuell so für 180, 190 oder so gehandelt oder knapp 200, keine Ahnung. Aber habe ich eins. Von dem habe ich wirklich nur eins. Von denen habe ich mehreren, von den VIP Double Masters. So. Und jetzt hier noch zum Schluss, will ich noch ein paar Promos zeigen. Habe ich letztes Mal auch gemacht, glaube ich, habe ja letztes Mal so nur ein Only Promo Videos gemacht und wo ich halt so ein bisschen die Karten zeige. Hier haben wir in Kyoto wieder Pikachu und zwar mehrfach, zweimal. Das ist so hübsch, das Pikachu. Sieht so schön aus. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Mystery Dungeon DX, also das Remaster. Das ist, glaube ich, eine Promokarte aus dem Spiel in Japan, aus dem Switch Game. Mega cool. Man sieht nämlich auch die Homebase im Hintergrund mit seinem Freund, dem Bisasam und dem Pelipper. Die haben immer die Post gebracht aus dem Spiel, wer die Spiele kennt. Also ich kenne sie noch von damals. Dann haben wir hier auch nochmal eine Sapporo Pokécenter Promokarte. Und zwar, soweit ich weiß, von Weihnachten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welches Jahr. Von denen habe ich auch zwei geholt. Sieht ultra, ultra nice aus. Muss ich ehrlich so zugeben. Hoffe, man sieht das gut. Also das Artwork von diesen Pokécenter Promos ist immer bombastisch. Hier, das gefällt mir auch extrem gut. Das Shibuya Pikachu mit Graffiti. Sieht aus wie ein Gangster. Ist einfach richtig nice. Oh, übrigens, man sieht hier unten natürlich immer das Jahr, wo die Karte rausgekommen ist. Auch wenn sie gereprintet werden würde, heißt es trotzdem, dass es 2019 das erste Mal gekommen ist. Also, Moment mal hier.
2019, hoffe, man kann es lesen. Von dem habe ich also insgesamt drei Stück. Und hier haben wir nochmal und eben noch mehr vom Tohoku Pikachu. Und das Afro Cherry Blossom Pikachu aus Tokio. Und das ist aus dem Jahre 2018. Sieht ultra nice aus. Übrigens wurde ich letztes Mal auch gefragt, ja, japanische Pokémon-Karten haben einen anderen Background. Das ist einfach so. Und die hatten auch damals, die haben jetzt mal den Background ja geändert. Es gibt noch den alten und den neuen. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei unseren Karten, TCG-Karten, immer denselben Background gehabt. Einfach das auch sehr interessant. Ja, das waren jetzt so die Promos und die ganzen anderen Sachen, die ich euch auch mal zeigen wollte, dass ihr so also mal den Überblick habt. Wenn euch so ein Video gefällt, dann werde ich das gerne mal auch in Zukunft nochmal machen, dass ihr da auch ein bisschen so einen Überblick bekommt, was ich da alles an Sachen im Warenlager habe, für mich selber habe und so weiter. Damit ihr auch einfach mal so ein bisschen seht, hey, was gibt es überhaupt alles auf dem Markt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, habe ich richtig Bock drauf, auf Feedback. Und ansonsten checkt, wie schon auch gesagt, immer gerne den Patreon ab, wenn euch das interessiert. Einfach unten in der Videobeschreibung schauen und gerne auch diesen Kanal hier abonnieren, damit ihr keine Trading Card Reselling Videos mehr verpasst. Und ja, ich werde da auf jeden Fall weiter dranbleiben und für euch Content bieten. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei den ganzen Patreons bedanken für den ganzen Support. Wir versuchen da natürlich auch möglichst viel Mehrwert zu bieten und hier dann auf YouTube dann auch mit der wachsenden Patreon-Zahl dann auch vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf diesen Content hier, auf diesen Kanal zu setzen, wenn ich sehe, dass ja, Interesse überhaupt da ist, meine Freunde. Also, bis dahin, tschö, Leute.